Hallo Leute! Das Fossil eines Meereswurms mit gigantischen Kiefern wurde nun in einem Museum entdeckt. Der 400 Millionen Jahre alte Fund aus Ontario in Kanada ist laut Wissenschaftlern einzigartig. Paläontologen haben in einem kanadischen Museum eine bisher unbekannte Wurmspezies mit ungewöhnlich großen Kiefern entdeckt. Das Fossil des marinen Borstenwurms lagert seit den 1990er Jahren unerkannt im Royal Ontario Museum in Toronto und stammt ursprünglich von den Quatabohegan-Formationen in Ontario. Wie das Forscherteam um Mats Eriksson von der Universität Lund in Schweden nun im Fachjournal Scientific Reports berichtet, ist die neue Webster Oprion Armstrongi getaufte Spezies einzigartig unter bisher bekannten ähnlichen Funden. Insbesondere die für Vielborster vergleichsweise enormen Kieferzangen von über einen Zentimeter Länge unterscheiden die Art von allem, was bisher bekannt war. Vergleiche mit heutigen Nachfahren der Spezies ergaben, dass das Exemplar zu Lebzeiten vor rund 400 Millionen Jahren insgesamt mindestens einen Meter lang gewesen sein dürfte. Gigantismus ist im Tierreich eine ökologisch aussagekräftige Eigenschaft, die normalerweise auf eine gewisse Dominanz hinweist, meinte Eriksson. Unter im Meer lebenden fossilen Würmern sei ein derartiges Größenwachstum allerdings bislang einmalig, erklärte der Forscher. Der Fund zeigt darüber hinaus, dass Gigantismus bei kiefertragenden Vielborstern im Laufe der Evolution offenbar auf einen einzigen Ast des Wurmstammbaumes beschränkt war und mehrfach unabhängig voneinander aufgetreten ist, ergänzt der Co-Autor Luke Perry von der University of Bristol mit Blick auf den rezenten Bobbitwurm. Der riesige räuberische Borstenwurm zählt zu den Ringelwürmern und kann bis zu 3 Metern lang werden.